Ja, moin moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part der Trainerkarriere mit SV Darmstadt 98. Noch kurz was zur FIFA 15 Trainerkarriere. Ich werde es jetzt wirklich demnächst beenden. Also ich hoffe, es wird jetzt spätestens kommende Woche dann fertig sein. Es sind ja nur noch 12 Spiele, also das heißt, der ein oder andere Livestream sollte das Ganze herausreißen. Aber gestern war Geburtstag und so, ne, da ging halt, also nicht meiner, aber da war halt natürlich ein bisschen mit Stream und so. Nicht so, möglich, wenn er versteht, was ich meine. Genau, das wollte ich kurz dazu sagen. Und ich werde euch jetzt wieder hier einmal kurz eine Trainingssession zeigen, die ich mal angesetzt habe. Allerdings für die Zukunft kann ich auch gleich schon mal vorwegnehmen. Ich werde euch die Trainingseinheiten so an sich, wie ich es jetzt hier mache, also sprich euch zeigen, was ich da auswähle, dies, das, werde ich euch nicht mehr so reinschneiden, sondern höchstwahrscheinlich nur noch das Ergebnis dieser Trainingseinheit. Weil das dann doch selbst, ihr seht es ja, ich habe das Ganze natürlich verschnellert, aber das, ja, zieht dann doch immer ein bisschen sehr viel Zeit, wie ich finde, und das muss ja nicht zwingend sein, wenn wir natürlich auch dementsprechend vorankommen wollen. Auch noch eine andere Information bezüglich diesen Parts: Es sind wieder nur 2 Spiele, allerdings dafür die letzten, umgekehrt, der letzte Part mit 2 Spielen. Nächsten Part sind es dann wieder 3, aber das hat sich jetzt halt von meinem Material, das ich bis dato aufgenommen hatte, noch angeboten, dass ich das jetzt auf den Part schneide. Und da das eine Spiel sehr, sehr torreich war, hätte ich wahrscheinlich sowieso nur 2 Spiele reinschneiden können, wenn ich auch 3 aufgenommen hätte, einfach aus dem Grund, weil wir hier jetzt auch fast schon bei 10 Minuten sind, 9 Minuten 15, um genau zu sein. Und da ist es natürlich dann nicht zwingend notwendig, noch ein drittes Spiel reinzuschneiden, was dann das Ganze ein bisschen in der Länge strapaziert. Ihr seht, wir spielen gegen den FC Bayern München, also auf jeden Fall großes Kaliber, das da auf uns wartet. Und ich meine, klar, wir haben aktuell eine sehr gute Form. Und ob wir die jetzt gegen Bayern umsetzen können, das ist jetzt natürlich die große Frage, die wir uns hier alle stellen. Ryan Gold hier mit der ersten Chance und dann im Nachschuss. Benzia macht das Ding rein, da sieht natürlich Neuhaus auch nicht so top aus. Aber somit führen wir daheim gegen den FC Bayern München schon in der 17. Minute. Also es ging schneller als erwartet. Ich muss auch sagen, ich bin überraschend gut ins Spiel reingekommen. Hatte mir jetzt eigentlich gedacht, selbst gegen Bayern auf Profi, da sind wir ja immer noch, Freunde. Das dürfen wir nicht vergessen. Könnte es trotzdem ein bisschen schwieriger werden, weil das Kaliber natürlich nochmal ein ganz anderes ist, als beispielsweise, wen hatten wir bis jetzt als Gegner? Hannover, ja. Da ist natürlich klar, dass da ein bisschen bessere Spieler auf dich warten. Allerdings hier auch eine Chance dann für uns nochmal, die allerdings nicht den Weg ins Tor findet. Immer noch 1-0, dann Lewandowski hier. Da natürlich noch nie seine 5 Tore erzielt, glücklicherweise, ne, versteht sich ja von selbst. Und somit gehen wir in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Schön gespielt, Gold hier auf Benzia und der mit dem Doppelpack. Gold auch wirklich ein überragend guter Spieler. Hat ja auch bald die 75, ne. Also wirklich, den müssen wir halten, weil der spielt ja sowas von überragend gut. Ich hoffe nicht, dass er so ein verletzungsanfälliger Zehner ist. Das ist natürlich bei seiner Körperstatur fast, ja, abzusehen, dass der jetzt nicht so viel wegsteckt. Aber ich hoffe trotzdem, dass er ein bisschen durchhalten wird, weil den brauchen wir. Wir sehen es auch hier in der nächsten Situation. Schöner Pass hier auf, wen sonst? Genau, Ryan Gold. Und er macht das Ding wieder rein. 3-0 in der 51. Minute. Also wir haben gegen Bayern schon wirklich stark aufgespielt. Das muss man auch sagen. Ich wiederhole mich da, ich weiß, wir spielen noch auf Profi. Ich werde es auch ab nächsten Part übrigens umstellen, nur so als kleinen Vorgeschmack. Da wird es ab nächsten Part praktisch alle 3 Spiele auf Weltklasse geben. Ich bin echt mal gespannt, wie die laufen werden. Ich habe es noch nicht aufgenommen. Und ja, trotzdem auf Profi gegen Bayern 3-0 zu führen, fand ich schon stark, vor allem mit Darmstadt. Und jetzt kriegen wir natürlich das Gegentor, so muss das natürlich dann irgendwann weitergehen. Durch Alonso, ne? Wer kennt ihn nicht? Das Kopfballungeheuer von nebenan aus Spanien. Klar, dass da hier, ne, bei Real Madrid war er das gefürchtete Kopfballungeheuer überhaupt. Und bei Bayern ist das jetzt nichts anderes. Man muss auch dazu sagen, meine Innenverteidigung lässt ihm da natürlich auch viel Spielraum. Beckerman besser gesagt, dann hier auf Wagner inzwischen reingekommen, weil ich mir gedacht habe, gut, das Spiel dominieren wir so sehr, da können wir auch mal Wagner wieder bringen. Da lasse ich einfach mal wieder ein bisschen, ich sag mal, rotieren. Anschließende Ecke, Konstantin Rausch wird sie treten. Auf Sané, der legt zurück auf Kovalenko und der mit dem richtig schönen Abschluss da ins Eck. Neuer mal wieder ohne Chance und somit 4-1 in der 71. Minute. Also auch der nächste Debütant, der für uns trifft. Also die Einkäufe bisher wirklich alle überragend. Keiner enttäuscht mich da irgendwie. Und das kommt, ich will jetzt nicht sagen, mal öfters vor, aber gerade von den jungen Leuten, da weißt du halt nie, sind jetzt praktisch bloß
vom System her so gewertet, dass sie irgendwie in der Karriere übelst abgehen, oder können die halt auch wirklich in der Karriere spielerisch was umsetzen? Und das ist bei jedem Spieler der Fall. Und vor allem, ich kann es nur zu selten fast schon betonen. Ich betone es, glaube ich, zu selten. Ryan Gold, ja. Die Verpflichtung des Jahres, neben Young natürlich, was das Finanzielle anbetrifft. Es ist der absolute Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn, was der Typ da vorne fabriziert. Nicht da hinten, sondern da vorne fabriziert. Macht die Dinge rein am laufenden Ball, hat natürlich auch die 5 Sterne Week gefunden. Ne? Das hilft dem Kollegen natürlich auch ein bisschen. Und somit endet das Spiel. SV Darmstadt 98 daheim gegen den FC Bayern München mit 5:1. Ich denke, das spricht für sich. Also, ich habe ja schon viel erlebt, Freunde. Ne? Ich habe ja schon viel erlebt, auch in der Trainerkarriere mit Leipzig beispielsweise. Aber das 5:1 gegen die Bayern, das war schon so ein kleines Highlight, würde ich mal sagen. Und wir sind am Anfang der Saison, möchte ich ja nur mal so erwähnen. Genau, also ihr seht das, was ich meinte. Ich werde euch das jetzt nur noch so reinschneiden. Ich denke, das reicht auch. Ihr seht alles, was sie hier gemacht haben praktisch, also was die Übungen waren und dann, wie sie sich aufgewertet haben, beziehungsweise wie der Versuch eben so lief. Ja, an nächster Stelle vielleicht noch kurz zu erwähnen, natürlich mal wieder ein großes Dankeschön an euch, weil wieder zahlreiche Kommentare eingegangen, auch bezüglich den Transfers. Da bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass ihr da immer nach wie vor noch so aktiv seid. Also da bitte gerne weitermachen. Das würde uns sehr freuen. Von dem her, wie gesagt, nochmal ein großes Dankeschön an euch, dass ihr da doch so aktiv am Start seid. Ihr habt es gesehen, Niang ist wieder, ich sag mal in Anführungsstrichen, fit. Kann zumindest wieder laufen. Und ich habe ihn mal auf die Bank gepackt, wird später auch noch kommen. Und wir fangen aber natürlich an mit Ryan Gold. Es ist wirklich, also wenn der auf Weltklasse auch so weiter spielt, ne, dann brauchen wir uns eigentlich tabellentechnisch überhaupt keine Sorgen mehr machen, weil der holt die Platzierung alleine, habe ich das Gefühl. Am Anfang war es ja so, da hatten wir Benzia, ne, den hatten wir relativ schnell, den hatten wir schon bei diesem Preseason-Tournament an Mann rangeholt. Und da dachte ich schon, alles klar, das wird so ein richtiges Karriere-Highlight-Kind, ne, da werden wir richtig viel Spaß mit haben, da weiß ich Bescheid. So, dann kam Niang, da dachte ich schon, alles klar, nicht nur ein guter Spieler, sondern auch finanziell gerade mal einen Jackpot geholt, kann man lassen. Ja, und dann kam irgendwann kam Ryan Gold und seitdem weiß ich gar nicht mehr, wen ich jetzt besser finden soll. Benzia hat ein paar Sympathiepunkte in der Situation verloren, aber wieder ein klasse Pass hier auf Leroy Sané und dann Benzia natürlich etwas glücklich. Ich weiß gar nicht, wer den Pass gespielt hat, ich glaube, es war Kovalenko. Also der gefällt mir auch richtig gut. Ist physisch stark, ja, holt da hinten auch den ein oder anderen Ball mal aus der Luft, was ich bei Sechsern sehr, sehr wichtig finde, weil wenn da so kleine Futzelsechser sind, mit denen kann ich meistens nichts anfangen, weil die können vielleicht gut passen und so, das bringt mir aber alles nichts, wenn die jedes Kopfballduell verlieren, bei jedem Abschlag vom Torhüter oder so, von dem her Kovalenko auch passtechnisch wirklich vorne mit dabei, gefällt mir sehr, sehr gut, auch Marcel Heller darf mal wieder ran, einer, den wir aus dem Verein mitnehmen. 3:0 inzwischen mal wieder gegen Werder Bremen. Also es läuft gerade wirklich extrem gut. Ich muss auch sagen, ich habe sehr, sehr viel Spaß an der Karriere aktuell. Auch einfach, weil es so gut läuft und weil die Transfers halt auch alle wirklich enorm gut funktioniert haben. Benzia dann hier nochmal mit einem Versuch. Sollte leider nicht den Weg ins Tor finden. Aber dafür Junuzovic aus der Distanz klöppelt der das Ding da oben rein. Also wirklich hier ein schöner Treffer. Natürlich ist es der Ehrentreffer für Werder Bremen. Aber den macht er dann doch wirklich... Ja, ich sag mal, das ist halt auch eine Klasse von Junuzovic, ne? Das kann er aus der Distanz mal draufhalten und dann dementsprechend natürlich auch mit einem gewissen Erfolg das Ding dann irgendwo im Tor unterbringen. Das war auch dieses Spiel, das heißt, wir haben in dieser Episode mal wieder 2 Siege geholt, unter anderem dank ihm Ryan Gold, also wirklich eine Wahnsinnsverpflichtung. Ich kann mich da wirklich immer nur noch wiederholen. Es ist der absolute Wahnsinn. Also Freunde, im nächsten Spiel geht's gegen Borussia Dortmund, also fast... Das gleiche wie gegen Bayern München, eben nur in Gelb. Ja, das war's auch für diesen Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal gegen Borussia Dortmund dann. Bis dahin, haut rein. Tschüssikowski und ciao. Tschüssen.